laufen sie also nun in Richtung Kommissariat. Ach, das Kommissariat, wenn ich dir den Mummel wiedersehe. Wieso, Gerd? Kennst du es auch? Fragte Hans. Ach, da ist mein Freund Jean-Claude. Wohnt im Kommissar, arbeitet im Kommissariat. Der ist Polizist. Nach der, sagt Rex. Der habe ich damals festgenommen, als ich gesprüht habe. Ach, rief aber mein Name ist auch gut verstanden. Ist ein netter Kerl. Hm? Stimmt dir doch, oder? Jetzt fangen wir erstmal hin. Ach, wir müssen schon abbiegen. Beinahe wäre es soweit gewesen. Und der Wagen hätte einen kleinen Ausflug ins Blumenbeet gemacht. Doch zum Glück war Hans, der Fahrer, ein guter Autofahrer. Da war es schon. Zwischen zwei Fachwerkhäusern befand sich das Kommissariat. Hans fuhr auf den Parkplatz und alle stiegen aus. Sie gingen ins Kommissariat. Viele Büros waren dort. Ein paar Polizisten standen dort und die Freunde, also die Stammtischmänner, die fanden sich ein. Sie gingen in die Aufnahme. Was ist im Fall, Ben? Ja. Rexten nach vorne. Moment mal, sagt die Frau von der Kasse. Sie kenne ich, Sie sind der gesprüht hat. Ja, und? Ja. Auf welcher Seite bist du heute? Anklagebank oder bist du der Kläger? Kläger, mir wurde mein Smartphone entwendet. Nein, Fall. Haben Sie Spuren? Ja, und übrigens, Sie haben auch schon Spuren gefunden. Welche denn? Ein Bonbonpapier. Zwiebelmelone war in der Tasche. Und da Gerd sowas nie luscht, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der Dieb es verloren hat. In der Tasche. Wahrscheinlich, ja. Okay, eigentlich sollen sie nicht schnüffeln, aber okay. Es ist ja nur ein Handtaschendiebstahl. Da kann man jetzt nicht viele Beweise feststellen. Demnach finde ich es auch angemessen, sie in den nächsten Raum zu schicken. Dort werden Sie gleich, verzeihen Sie mir den Fehler. Natürlich werden Sie nicht in den nächsten Raum gehen. Ich gebe das Ganze mal auf Streife durch. Ich bin ein bisschen zerstreut heute. Es gibt so viele Fälle. Ich gebe es dem Ganzen, dem Hauptcomputer. Und der wird mal analysieren, welcher Ganove denn diese Bonbons lutscht. Okay? So lange können Sie ins Wartezimmer. Tschüss! Es ist doch noch gar nicht tschüss. Diese Frau ist wirklich zerstreut. Rex mal aufgebracht. Sein Handy war weg. Es gab für ihn nichts Schlimmeres. Ja, es gab wirklich nichts Schlimmeres und das ist ernst gemeint. Denn Rex' Handy ist für ihn heilig. Mein Handy ist mir heilig. Ja, ich hab sofort einen Witz dabei. Wusstest du, dass Donald Trumps Zahnbürste für Donald Trump auch heilig ist? Unfassbar, sagte Peter. Dann hat die Zahnbürste ernsthaft mehr erreicht als der Präsident selbst. Beschämend. Wenn der Trump das hier hört, dann wird der Spaß ob, kann ich dir gleich sagen. Ja, also wenn du Trump, wenn das jetzt hörst, Entschuldigung, Peter. Peter ruft dich. Und ja, Entschuldigung, riefen noch die anderen. Auf jeden Fall ging es weiter. Die Freunde warten, bis der Chef kam. Handydiebstahl, eins gewissen Rex. Rex, stand auf, das sind wir. Die beiden traten ins Zimmer. Okay, wir haben den Verdächtigen ausgespuckt. Wer ist es denn? Wer ist es denn? Die Stammtischmänner rückten den Polizist auf die Pelle. Wer ist es denn? Brüllen Sie mir nicht ins Ohr. Also, der Ganove ist... Ein Ganove? Oh, du sind so notorisch. Bringen Sie sich nach hinten. Ja, also echt. Man streitet nicht mit Polizisten, oder Sie haben mit einer kleinen Strafe zu rechnen. Ups. Hans ging nach ihm. Also, unser Ganove ist Uwe Unterhose. Uwe Unterhose? Genau, es ist der ernste Ganove, weit und breit, der diese Bonbons lutscht. Und nebenbei ist Uwe Unterhose auf Großkups und Taschendiebstahl spezialisiert. Deshalb ist es ziemlich möglich, dass Uwe Unterhose der Dieb ist. Also, ich gebe Uwe Unterhose jetzt an die Streifen raus und bis dahin können Sie erstmal nichts machen. Wir können nichts machen? Sie können nichts machen. Also, wenn Uwe Unterhose dann geschnappt ist, dann gebe ich Ihnen Bescheid. Toll, ganz toll, sagt Rex. Ist es auch.
Ja, also echt. Na schön. So gingen die drei. So gingen die fünf aus dem Kommissariat. Das ist aber doof. Jetzt müssen die Polizisten diesen Mann noch festnehmen. Das dauert so lange, ohne dass er damit anhängt. Macht euch jetzt nicht so Theater wegen deinem scheiß Smartphone. Hans regte sich auf. Also echt jetzt auch. Jetzt geht das schon wieder los. Ach, nimm das! Pschauer! Nimm du das! Pschau! Pschau! Nimm das! Ich will das haben! Pschauer! Hier, das ist über dir! Und du das hier! Oh, das tut weh! Ach, nur diese beiden Karten. Nimm du das! Eine riesige Staubwolke wurde wegen des Streits. Während des Streits aufgehobelt. Beide schlugen sich. Ihr wisst schon, dass sie das Kommissariat ist. Wenn der Mann ein Kultisist rauskommt, dann schnappt er sich euch. Beide zuckten zusammen, vertrugen sich, schüttelten einander die Hände und gingen mit Grinsen in den Wagen. So ging es zurück zum Clubhaus. Ach, so ist es halt. Jetzt müssen wir warten, bis die Polizisten den haben, sagte Gerd, als sie dort angekommen war. Dann beginnen wir doch mit dem Thema, machen wir weiter. Thema? Ach, hier steht unser Thema. Okay, ich hab was weiter. Was denn? Ich muss auf Toilette. Oh, Gerd, du bist so ein Toilettenfreak. Nenn mich nicht so. Gerd machte sich groß. Starrte Rex in die Augen und dieser verstummte klanglich. Dann bequemte sich Gerd auf die Toilette. Und so ging die Runde weiter. Mit einem mürrischen Rex, der die gesamte Zeit rumschnaufte, sauer wurde, gelegentlich mit aufstand und versuchte Heinz zu schlagen. Am begeisterten dabei war noch Peter. Der wusste viel zum Thema und es machte ihm Spaß. Auch Heinz war gut dabei. Gerd sowieso. Gerd machte von allen immer am häufigsten mit und das gefiel ihm auch. Er hatte einen recht guten Ruf bei. Als die Sitzung dann beendet war, verabschiedete sich Heinz. Doch da macht es das Telefon. Oh, Gerd nahm den Hörer ab. Es war die Polizei. Hallo? Was sagen Sie? Fortsetzung folgt.